Okay, ja, gut. Was haben wir denn? 17, man merkt, dass man ein bisschen mehr Ruhe hat. Ne? Heimfeldestraße, Hamburg. 3, 2, 1. Running. So knapp. Perfekt. Okidoki. Alles gefilmt die ganze Zeit live, dass wir das Beweis noch haben. Und wie sehen eure Fahnen aus? Ja? Ich sag jetzt mal nur nichts zu dem. Also wir kommen wahrscheinlich unter 8 Stunden, wenn alles so weitergeht. Das wird, wir machen die fast um 1,5 Stunden platt. Sicher? Super top aus. Okay, weil ihr ja von irgendwelchen Regen und so redet. Ja, am Anfang war das echt ein bisschen kritisch. Ich hab hier Brötchen. Cool. Die sind aber nicht belegt, aber ich habe dann hier solche. Die haben wir auch noch belegt. Oh, cool. Ja, super. Wir sind Robert, aber leider werde ich das noch. Und danke, Elis. Super cool. Also, cool, ey. Vielen Dank, total lieb. Ich glaube, von Jason habt ihr ja auch noch genug. Oh, wir haben auch noch Jason war nicht mehr normal. Jason war nicht mehr normal. Super. Was ist so schön da drin, wenn du da jetzt drin duschen dürftest? Ja. Cool. Voll cool. Du warst schon da. Du hast ja, ich saß gerade im Garten. Pass mal auf, das hinten brauche ich wieder mal, wenn hier eh keiner ist. Kurze Hose, ja, oder? Hä? Kurze? Ja, auf jeden Fall eine kurze Buchse, sonst gehe ich drauf. Und wie viel habt ihr heute Nacht geschlafen? Oder habt ihr heute geschlafen? Ich habe gefahren bis um 4 nachts. Und dann hat Samuel geschlafen. Bisschen. David, you got a tissue? Something? Ja. Und sonst im Auto war alle so halb geschlafen, ja. Und wann seid ihr in Spanien, wenn ihr da so Sorgen gemacht habt, dass Mira sich schon Sorgen gemacht hat, das ist mir klar. Ja, dass ihr nachher zu früh wärt. Ah, ich weiß nicht. Nein, es wäre ja gut, wenn ihr früher wärt, nur weil sie hat ja ihr Hotel da gefunden. Ja, ich weiß, müssen wir mal gucken. Oh, der soll auf 1, David, das ist 1A, 1B hier, ne? Perfekt, der kann uns nichts nehmen. Wieso, was? Weil wenn er da rangeht, dann nimmt er uns Power weg. Welcher muss er da rangehen? An 1A oder 1B? Wo ist die andere denn? Wo ist die 2B? Es gibt keinen. Es gibt keine. Okay. Mann. Und das Gepäck, was ihr dabei habt, nimmt das nicht auch irgendwie? Ja, man braucht das auch. Ja. Aber das Gewicht ist nicht so arg. Okay. Das Gewicht, das hilft auch mit, wenn es wieder auf, um es wieder aufzuladen. So. In der Summe ist das nicht das Größte. Das Größte ist die Wind vorne. Die Wucht, die da stand, ist da. Ja. So far, so good. Right. Das ist da. Läuft. Ja, klar. Ich fahre meistens Nachtschicht zwischen 2 und 6 oder so. Ja. Und heute Nacht bin ich dann auch die Nachtschicht gefahren. Ich habe Mira geschrieben. Saul. Mira, geil. 114? Geil. Ah, das ist nicht so geil. Für Hamburg? Warte, ich brauche mal kurz meine Daten. Oh, oh. Gefällt mir gar nicht. Jetzt geht er wieder auf 114. Warte, ich muss mal kurz gucken, wo wir hin müssen. Okay. Warte, Lindner, Hamburg, Heimfelder Straße. Wir brauchen nur 7, wir haben nur 50, ah perfekt. Wir haben nur nach Bispingen 50,5. Wir brauchen nur 27% im Tank. Wir könnten eigentlich theoretisch schon aufhören. Aber wir können okay, David, wenn wir wollen, können wir abklimmen. Also, ich würde sagen, wir gehen auf mindestens 10 Kilowatt. Und dann, wenn wir wollen, können wir abklimmen. Es ist 113. Ach, die Fahrräder hinten drin, das ist natürlich. Ja.
zählen. Okay, wir müssen nur, wie gesagt, 50,5 Kilometer nach Bispingen fahren. Da haben wir alles. Ich würde sagen, wir machen 10 Kilowattstunden oder so. Wie lange bist du gefahren? Also ich muss auch mal umsteigen. Ich nehme meinen Koffer auf. Ja, ungefähr eine Stunde, weil normalerweise dauert es nur eine Dreiviertelstunde. Aber irgendwie bin ich in eine Bahn eingestiegen, dann fuhr ich nicht weiter, dann muss ich in eine andere Bahn einsteigen. Da bin ich in eine Bahn eingestiegen, die dann bis Highfield fahren sollte, also hier die S-Bahn. Du brauchst so ein, kennst du die Renault Twizy? Nee. So ein elektrisches Auto. Kennst du die? So offene Tür oder so. Ja, aber momentan. Bald kann ich mir auch selber aufpassen. Ja, cool. Ja, ja. Ich habe eigentlich überlegt, in die Karte zu kommen, aber das kostet jetzt, das ist so teuer. Ja? Ja. Es gibt dann zwar auch so Stundenpreise, dann kostet eine Stunde 40 Euro oder so. Ja, ist trotzdem voll teuer, aber ne? In Hamburg fährst du ja kostenlos, ne, Eli? Mit dem Studieticket, das du da hast, oder? Ja. Na ja, dann würde ich auf jeden Fall die Bahn nehmen. Das